Hiho und willkommen zurück, meine lieben Burgbau- und Burgverteidigungsfreunde, zu Castle Story. Ja, wir sind beim großen Holzaufbau gerade. Oder lassen wir die Brickforce jetzt ein bisschen arbeiten? Weil für das nächste, was ich vorhabe, wäre etwas Tageslicht nicht schlecht. Die Bricktons werden hier auch noch eine Weile brauchen. Vor allem, wenn dann mal kein Holz mehr da ist. Er macht wenigstens schön Holz. Ah, jetzt fängt er wieder mit dem Rhythmus an. Vor allem werden wir viel Holz brauchen, um die Überdachung hier fertig zu machen. Damit haben sie ja schon mal angefangen. Ah ja, ist schön, die Brickworts wuseln zu sehen. Auch wenn wir bald zwei oder drei Holzfäller brauchen, einfach erstens, damit wir die Baustellen etwas entlasten, also weniger Arbeit auf den Baustellen haben. Okay, das hebt komischerweise. Aber ja, unsere Holzvorräte sind langsam weg. So, ihr beiden helft mal mit. Das ist die Baustelle etwas entlastet. Okay. Du darfst dich an einer der Baustellen beteiligen weiter. Aber wir brauchen jetzt auf jeden Fall zwei Holzfäller, sonst wird das nichts.
Naja, Hauptsache es wird gebaut und das Grün, also das Blaue oder Türkise und das Weiße wird immer weniger. So, es wird langsam heller, also können wir uns um unseren nächsten Abschnitt kümmern. Muss ich noch mal kurz überlegen, wie ich das machen will. Also dafür will ich erstmal eine neue Baustelle haben. So, an der keiner arbeitet. Brauche ich erstmal eine Hilfslinie hier. So, bis da nach innen. Und ja, ich hätte große Steine nehmen sollen. Die sind einfacher zu löschen. So. Eigentlich hätte ich die ewig lange Hilfslinie gar nicht gebraucht. So. Ja, weil ich auch einfach hier so erstmal planen kann. So, jetzt muss ich mal kurz gucken. 1, 2, 3, 4, 5 Steine und dann der sechste. Also das wären 3, 4, 5 Steine und auf dem sechsten wäre die Säule. Eins, zwei, drei, vier, fünf Steine und auf dem sechsten wäre die Säule. Außer ich mache es da eins kürzer, dann wäre hier die kleine Säule. Also hier und hier wäre dann wieder die große Säule. Also hier. Dann könnte ich umschlagen. Nein. Muss ich so machen, dann wäre hier die große Säule. Die große Säule.
Also ja, das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Da habe ich jetzt 6, also kommen noch 3 dran. So, wie würde das dann sich ausgehen, wenn ich hier so weitermache? Hier dann die hohe Säule. So, dann wäre das einmal ringsherum. Also hier hohe Säule. Das ist jetzt zu wenig gewesen. Nee. So, erstmal gucken, ob es aufgeht. Also ja, wenn ich es so machen würde, und so würde das auch gut passen, mit zwei hohen Säulen da hinten. Und hier dasselbe Spiel halt. Ja, das würde dann einmal rumgehen. So. Einfach mal nur so planmäßig. Das heißt, wir können das erstmal wieder wegmachen. Das kommt nachher oben drauf. Beim Bauen leckt es halt irgendwie immer am schlimmsten. Und ja, ihr könnt euch denken, ich will noch eine zweite Ebene, eine kleinere hinzufügen. Aber für das bewege ich jetzt erst einmal hier das Zeug. So, geradeaus nach hinten. Nicht zu weit. So. Dann haben wir noch schön viel Platz hier im Außenbereich, also in der unteren Ebene, und haben eine kleine obere Ebene. So. Hier waren noch Säulen im Weg. Jetzt brauchen wir kleine Steinchen. Hier.
Ja, eigentlich brauchen wir erstmal gar nicht so viel. Weil wir müssen ja noch die noch auffüllen und das. Können wir auch erst machen, wenn es soweit ist. Also ja, das kleine bisschen hier auffüllen, das sollte auf jeden Fall schneller gehen, als die große Fläche aufzufüllen. So, aber wir haben schon mal geplant, was wir machen müssen. Ich glaube, das sind dann zwei oder zweieinhalb Flächen. Aber erst einmal muss hier die Umrandung komplett stehen und sie sind schon ziemlich weit, muss man sagen. Was ich jetzt allerdings brauche, ist Holz. So, der nächste Wald ist halt der hier. Aber ja, es fängt an, schöne Gestalt anzunehmen hier. Er transportiert schon mal Stämme ab. Irgendwann müssen die sich ihre Stämme hier selber holen. Aber ja, wie viel brauche ich denn die untere 72 Steinchen? Das heißt, das wären schon mal 40, also 43.